bin aufgewacht, es ist 7:30 Uhr, weil drüben gebohrt wird. Die bauen immer noch das Haus um. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das war ja in meinen Abi-Zeiten auch schon so. Da haben die Wände rausgerissen und jetzt wird halt langsam alles quasi neu aufgebaut. Und gleichzeitig habe ich gerade gesehen, dass erstens die Sonne scheint und zweitens hier gegenüber auf der Baustelle, wo die Fabrik abreißen, wieder Arbeiter sind. Am Wochenende war da nämlich niemand und am Freitag auch nicht. Und haben wir erst gedacht, ob die jetzt wohl nicht mehr arbeiten dürfen, weil wegen Corona oder so. Die haben zwar noch nicht irgendwie Bagger oder sowas da, zumindest sehe ich nichts. Das sind sehr große Haufen an Steinen, das heißt, es kann sein, dass dahinter irgendwo ein Bagger steht. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob da heute noch was passiert. Ach, guck mal da, ich glaube, da steht doch ein Bagger. Moment, ich zeige euch das mal. Das sieht schon echt krass aus, ihr habt es ja nur einmal abends gesehen. Da ist schon der Bagger. Fährt in Position. Der war gerade noch hinter diesem Haufen. Und jetzt mal gucken, was passiert. So sieht es hier gerade aus mit der Fabrik. Ich habe auf jeden Fall gedacht, wenn ich jetzt eh nicht mehr schlafen kann, weil es zu laut ist, mache ich schon mal Yoga und dann lese ich vielleicht was. Weil ich habe gestern die Story von Laura Larsson gesehen. Immer eine sehr große Empfehlung. Immer sehr unterhaltsam. Gesehen, dass sie Bücher vorgestellt hat. Und zwar einige. Und ihr ganzes Bücherregal gezeigt hat und so. Und dann habe ich gedacht, ich habe auch mal wieder richtig Lust zu lesen. Und jetzt wird erstmal Yoga-Challenge gemacht. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei Tag 5. Ich habe schon gestern gesehen, dass es heute im Stehen anfängt. Das ist kein gutes Zeichen. Das wird bestimmt anstrengend. Ich habe gerade rotes Glitzer-Haarspray benutzt. Ich glaube, man sieht es gar nicht richtig, aber wenn ich mich im Licht bewege, dann könnte man eventuell ein paar rote Glitzerpunkte sehen. Finde ich gut. Das ist, damit der Pony nicht rausfällt, sozusagen. Ich weiß nicht, wie gut das hält, wenn ich da jetzt keine Haarspangen extra reinmache. Und ich habe keine Lust auf Haarspangen. Deshalb Haarspray. Und ich finde, wenn man nicht zu viel Haarspray benutzt, lässt sich das auch ohne die Haare zu waschen, eigentlich ganz gut wieder rauskämmen. Bei mir zumindest. Ich wollte mich eigentlich richtig schön mit euch irgendwo in die Sonne setzen, aber der einzige Ort in diesem Haus, wo die Sonne richtig schön reinscheint, ist oben auf der Treppe in Richtung Schlafzimmer meiner Eltern und da kann ich die Kamera nirgendwo abstellen. Deshalb sitze ich jetzt hier auf so einem Ball in meinem Zimmer und dachte, ich zeige euch endlich mal meine Projektarbeiten aus der Uni. Ich habe ja schon tausendmal das jetzt angeteasert und das dann irgendwie immer wieder vergessen. Hier seht ihr erstmal die Abschlussprüfung. Es sind einfach immer nur so Fragen, zu denen man dann halt was hinschreiben musste, also wirklich nichts Dramatisches. Das ist die Facharbeit und ich dachte halt, oder Facharbeit, Projektarbeit, das sind alte Schnellhefter. Also ich habe jetzt nicht extra dafür neue Plastikschnellhefter gekauft, falls ihr euch das gefragt habt. Wenn ich neue Schnellhefter kaufe, was auch schon lange nicht mehr vorgekommen ist, dann würde ich so recycelt Pappschnellhefter kaufen. Aber man kann ja auch immer gut noch alte, die man hat, irgendwie verwenden. Gut, dann erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen was zu der Zeitung hier. Ich komme mir gerade vor wie in der Präsentation in der Uni. Das ist irgendwie ganz lustig. Also nochmal, was ist das überhaupt für ein Projekt? Wir haben eine Zeitung erstellt. Da waren wir wirklich komplett frei. Also wir hatten nur so ein paar formale Angaben, wie viele Artikel wir selbst schreiben müssen, wie viele wir raussuchen sollen. Wir konnten zu allen möglichen Themen eine Zeitung machen. Das konnte auch eine Tageszeitung sein oder ein Magazin oder ja, sowas wie die Bravo, aber auch sowas wie die Vogue oder der Spiegel. Ich hatte echt ein langes Hin und Her mit meiner Zeitung, weil ich am Anfang so eine Reisezeitung machen wollte, dann aber festgestellt habe, dass ich da die formalen Angaben nicht so richtig erfüllen kann. Oder was heißt die formalen Angaben? Inhaltliche Angaben? Ein paar der Angaben. Und zwar konnte ich nicht genug meinungsbetonte Artikel finden. Und wir brauchten eben meinungsbetonte und tatsachenbetonte Artikel. Und dadurch habe ich mich dann letztendlich dazu entschieden, im Prinzip eine Zeitung über die ganze Welt zu machen. Was mir natürlich sehr viel Freiraum gegeben hat. Und es war dann auch sehr, sehr schön. Und zwar habe ich eine Zeitung gemacht, die heißt Um den Globus,
ein Magazin über die Facetten der Welt. Und da konnte ich dann natürlich über alles Mögliche schreiben. Ich kann jetzt nicht durchblättern, weil ihr dann den Namen wahrscheinlich seht, aber ich kann euch ja einzelne Seiten zeigen. Wenn ich hier gerade so durchblätter, sehe ich, dass hier auch ein Artikel zum Coronavirus drin ist. Ich wollte hier erst eine Reisezeitung machen. Coronavirus in Europa, was Reisende jetzt wissen müssen. Das ist interessant, finde ich, weil da war Reisen überhaupt noch eine Option. Jetzt ist Reisen ja gar keine Option mehr. So schnell verändert sich das alles. So, da ist mein Kommentar. Brauche ich euch jetzt nicht zeigen, weil da sind keine Bilder oder irgendwie sowas. Ich würde euch gerne ein paar Ausschnitte vorlesen. Nicht alles. Ich will ja nicht, dass mir jemand hier meinen Text klaut. Nee, aber ich weiß nicht, ob der ganze Text jetzt auch einfach ein bisschen in den Rahmen sprengt. Das ist schon ein relativ langer Kommentar. Überschrift. Es reicht. Warum Deutschland nicht mehr sicher ist. Untragbare Zustände und Deutschlands Problem mit dem Rassismus. Ein Kommentar von Deutschland ist nicht mehr sicher? Da merke ich aber gar nichts von. Also mir geht's gut. Mit dieser Aussage können Sie sich identifizieren? Dann möchte ich direkt zu Anfang etwas klarstellen. Sie sind privilegiert. Vermutlich haben Sie eine helle Hautfarbe und einige andere äußere Merkmale, die die Menschen um Sie herum willkürlich als typisch deutsch bezeichnen. Ja, dann habe ich ein bisschen darüber geschrieben, wie der Rassengedanke überhaupt zustande kam und dass das Ganze mit Biologie überhaupt nichts zu tun hat. Es gibt keine Menschenrassen, so, das existiert nicht. Wir sind einfach alle Menschen und es gibt keine Rassen, die uns irgendwie biologisch unterscheiden. Es ist einfach kompletter Blödsinn und wurde früher von Weißen erfunden. Damit, da habe ich hier auch einen Satz zu geschrieben. Das hat für sie den Vorteil, Massenausbeutungen wie Sklaverei zu rechtfertigen. Das zum Beispiel, aber auch einfach ja, das Alltägliche, sich über die Menschen stellen, das zieht sich ja bis heute durch. Ganz viele Menschen nutzen ihr Privileg ja aus. Deshalb haben wir ja noch diesen Rassismus auch irgendwie. Und das gibt es ja in so vielen Bereichen des Lebens, zum Beispiel auch mit der LGBT-Community, zwischen Frau und Mann. Das sind ja alles so Sachen, die vielen Kindern schon eingetrichtert werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn ihr zum Beispiel junge Eltern seid, dass ihr euren Kindern das anders beibringt, damit die neueren Generationen offener werden, toleranter werden, niemanden ausgrenzen. Dann habe ich noch geschrieben, es wird Zeit, dass wir über Rassismus sprechen und uns klar gegen rechts positionieren. Es wird Zeit, Menschen zur Rechenschaft zu ziehen, die meinen, sie müssen ja wohl noch ihre Meinung sagen können. Rechtes Gedankengut ist keine Meinung, sondern klare Diskriminierung. Und dagegen gibt es Gesetze. Es wird Zeit, dass diese auch in Kraft treten, dass alle Menschen danach leben. Wir dürfen nicht wegschauen, wenn ein junger Mann in der Reihe vor uns auch in den 7. Club nicht hereingelassen wird, weil die Türsteher ihn aufgrund seines Aussehens für einen Schläger halten. Wir müssen uns äußern, wenn das Kopftuch tragende Mädchen in der Bahn blöd angemacht wird. Wir müssen protestieren und die Diskriminierten unterstützen, wenn Rassismus mal wieder zum Alltag wird. Und ganz wichtig, wir müssen so lange darüber reden, bis auch die allerletzten Rechten begriffen haben, dass in Deutschland nicht ein Millimeter Platz für sie ist. Es ist nicht ausreichend, sein Beileid zu bekunden, wenn es mal wieder einen Anschlag gab und das Ganze dann 2 Tage später wieder zu vergessen. Hier in Deutschland läuft etwas ganz gewaltig falsch und es ist die Aufgabe der Politik, aber auch jedes Einzelnen dafür zu sorgen, dass sich wieder alle BürgerInnen bei uns sicher fühlen. Das war mein Artikel. Also ich habe, wie gesagt, ein paar Abschnitte rausgelassen, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Ich wollte nochmal so ein paar Sachen sagen. Und zwar weiß ich nicht, ob das okay ist, wenn man sagt, so das Kopftuch tragende Mädchen. Das ist, ob das so, kann man das so sagen? Oder ist es auch nicht richtig, das so zu sagen? Falls ihr das wisst, schreibt mir das gerne. Ich tue mich oft schwer mit Begrifflichkeiten, möchte es aber unbedingt richtig machen natürlich und möchte natürlich niemanden irgendwie ausgrenzen oder irgendwie falsch behandeln. Und deshalb, wenn ihr irgendwas mitbekommt, was ich sage, was ich mache, weist mich gerne darauf hin, damit ich es dann in Zukunft besser machen kann. Weil so können wir alle nur lernen. Jetzt euch auch zu reden, damit ihr nicht irre werdet von dem Bogen. Florence Given empfiehlt immer Fleetwood Mac und deshalb dachte ich, ich mach das jetzt mal an. Und dabei spiele ich mir ein Brot. Ich habe mir schon wieder Hunger, aber es ist noch nicht Mittagszeit. Das ist echt gut. Jetzt Pause machen.
Diary Time. So, es ist etwas Zeit vergangen. Ich habe einen Vlog hochgeladen und jetzt, wie ihr hört, wird nicht mehr gebohrt da drüben. Und ich dachte mir, dann kann ich auch weiter mit euch reden. Und langsam aber sicher kommt ja auch ein bisschen die Sonne rein. Guck mal, Moment, da. Also es gibt auch gar nicht mehr viel zu erzählen, aber ich wollte das hier wenigstens noch irgendwie so vollständig machen. Ich habe halt noch zwei andere Artikel in der Zeitung geschrieben, die werde ich euch jetzt aber nicht vorlesen. Einen Bericht über die Blue Mountains in Australien. Und dann habe ich noch einen Kommentar geschrieben, der heißt Selbstfindung im Nachbarland. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Und da geht es darum, dass ja, ich zum Beispiel auch nach Australien gegangen bin, also so weit weg wie möglich von zu Hause nach der Schule. Und das hinterfragt dieses Ganze so richtig weit weg einfach mal so ein bisschen und ob das wirklich notwendig ist oder ob man vielleicht auch sich selbst und das Glück im Nachbarland oder im eigenen Land finden kann, kommt auch so ein bisschen zu dem Schluss, dass man die meisten Dinge, oder das war einfach meine Erfahrung, die ich so in Australien erlebt habe und so, dass man die auch wirklich in Europa hätte erleben können. Ich wollte einfach so weit weg. Ich wollte halt auch in ein englischsprachiges Land und so. Und das war alles irgendwie schon so eine festgesetzte Idee in meinem Kopf. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich musste diese Erfahrung selbst machen, um diesen Kommentar und diese Erkenntnis überhaupt zu haben. Aber in Zukunft möchte ich auf jeden Fall viel mehr durch Europa reisen und auch durch Deutschland, weil es gibt so viele schöne Städte auch einfach hier. So zum Beispiel Heidelberg. Ich habe eine Freundin in Kassel, die möchte ich unbedingt besuchen, in Freiburg. Es gibt allerdings auch ein paar Orte, die es nun mal nicht direkt hier gibt. Die liegen für mich jetzt zum Beispiel in Amerika, so San Francisco, New York. Also da würde ich schon wirklich sehr, sehr gerne nochmal hin. Island. Aber man kann ja einfach mal schauen, wie sich das organisieren lässt. Und vielleicht gibt es ja auch irgendeine Möglichkeit, das Ganze etwas nachhaltiger zu gestalten, damit man nicht diese mega langen Flüge hat. Falls ihr so Gedanken zum Reisen habt und wie ihr das auch bezogen aufs Klima in Zukunft handeln wollt, könnt ihr mich das sehr gerne mal wissen lassen. Ich bin immer offen für Inspiration und so neue Ideen, wie man auch irgendwie nachhaltig reisen kann. Ich meine, momentan reisen wir eh alle nicht, aber dann, wenn die Krise vorbei ist, hoffentlich irgendwann wieder. Und übrigens, apropos, wenn die Krise vorbei ist, es gibt von Tier in Dir gerade eine Challenge, die heißt 30 Tage kreativ. Ich meine, ihr seht den Vlog jetzt erst in ein paar Tagen, aber ihr könnt die Challenge ja auch anfangen, wann ihr möchtet, das ist ja total egal. Das ist eine super Beschäftigung, einfach irgendwas Kreatives im Alltag zu machen. Ihr könnt euch dafür 5 Minuten Zeit nehmen, ihr könnt euch dafür Stunden nehmen, wie ihr möchtet. Es kann auch einfach ein Foto sein oder ja, eine Zeichnung oder eine Collage, alles Mögliche. Und heute ist der erste Tag dieser Challenge und an dem geht es darum, was man als allererstes machen möchte, wenn die Krise vorbei ist. Und das werde ich gleich auf jeden Fall noch machen, ich freue mich schon. Ich zeige euch auf jeden Fall dann, was ich gemacht habe. Und ihr könnt es, glaube ich, mit dem Hashtag 30 Tage kreativ dann immer auf Instagram posten. Und dann reposten die von Tier in Dir das auch. Jetzt zeige ich euch noch meine andere Projektarbeit. Beziehungsweise, richtig zeigen kann ich es euch nicht. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das ist nämlich eine CD, also eine Hörbuchproduktion, beziehungsweise auch ein Demo. Also die Hörbuchproduktion, die geht ein bisschen zurück. Das ist jetzt nicht das von der Abschlussprüfung, das hatten wir zwischendrin gemacht. Aber ich habe da jetzt halt wirklich so eine CD, wo alle Tracks drauf sind, was halt schon ganz cool ist. Kann ich euch bei Gelegenheit dann nochmal zeigen in Berlin. Die Demos spiele ich euch jetzt auch nicht vor, aber ich hatte daher auch schon einiges zu erzählen, deshalb will ich da gar nicht so lange drauf eingehen. Wir mussten aber noch eine Dokumentation machen. Die befindet sich in dieser Mappe hier. Kann ich gar nicht so viel zu sagen. Das ist auch wirklich nicht so spannend. Das Einzige, was noch interessant ist, ist, dass wir da so eine Bewerbung reinschreiben mussten. Hier steht mein Name. Aber wir mussten halt eine Bewerbung schreiben. Also eine ausgedachte Bewerbung. Und ich habe mich beworben als Sprecherin für die Rolle der Franzi Winkler in der Hörspielproduktion Die 3 Ausrufezeichen. Weil das gerade die Phase war, wo ich ganz viel 3 Ausrufezeichen gehört habe. Immer auch so ein bisschen zur Ablenkung, zum persönlichen Entertainment. Und dann mussten wir noch einen Lebenslauf da reinmachen, also Vita. Auch mit ausgedachten Referenzen, die wir haben. Also, dass wir zum Beispiel schon irgendwo eine Rolle gesprochen hätten oder so. Einfach damit wir ein bisschen wissen, wie man das dann später schreiben kann, wenn man wirklich halt Erfahrung hat und sich irgendwo bewirbt. Ansonsten ist der Lebenslauf aber echt. Dann haben wir halt eine Dokumentation zu beiden Projektarbeiten geschrieben. Da stehen halt einfach so Fragen drin, wie Idee, was möchte ich umsetzen, Ziel, was möchte ich damit erreichen, Projekt,
wie sind die Rahmenbedingungen und dann halt auch so Geschichten hier wie eine Risikoanalyse auf der anderen Seite. Es ist jetzt wirklich nicht so sehenswert. Die Sonne kommt immer mehr in mein Zimmer. Ich freue mich so. Ja, und das mussten wir dann im Prinzip einfach nur beantworten. Also auch no big deal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu meinen Projektarbeiten, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten schließen wir das Thema jetzt mal ab. Ich setze mich jetzt an die Kreativ-Challenge für heute von Tieren. Und dann wird gleich noch gekocht. Meine Mama ist ja noch in der Arztpraxis. Und dann gibt es für sie wenigstens Mittagessen, wenn sie dann nach Hause kommt. So viel Gelaber wieder heute im Vlog. Unglaublich. Es könnte schon fast ein Daily-Vlog werden, so viel wie ich euch heute hier erzähle. So, ich habe jetzt gekocht, muss jetzt aber noch eine Stunde warten mit dem Essen, weil meine Mama noch eine Stunde länger in der Praxis bleiben muss als gedacht, weil sie noch ein paar Patienten abtelefonieren muss. Und deshalb räume ich jetzt erstmal auf. Und wenn dann noch Zeit ist, was sehr wahrscheinlich so ist, mache ich eine kleine Dance-Session. Weil irgendwie habe ich gerade schon wieder so viele Neuigkeiten gehört, auch von meiner Familie. Ich habe ja auch Familie in Argentinien zum Beispiel. Und da ist es halt alles noch ein bisschen schwieriger als hier in Deutschland. Also die haben eine Ausgangssperre und die Leute reagieren aber ja viel aggressiver darauf. Da werden richtig schnell Leute verhaftet und es ist einfach kritischer als hier in Deutschland. Also so, dass meine Familienmitglieder da teilweise schon sehr ungern auf die Straße wirklich gehen, auch wenn es notwendig ist, also auch zum Einkaufen, weil sie sich nicht so sicher fühlen. Ich hoffe einfach für die, dass das alles so schnell wie möglich vorbeigeht. Man merkt einfach da wieder so sehr, in was für einer privilegierten Situation man sich hier befindet, in was für einer privilegierten Situation ich mich hier befinde, zusammen mit meiner Family in einem großen Haus mit Garten. Und dafür sollte man sich ab und zu mal einen Moment nehmen und einfach schätzen, dass man diese Freiheiten in der ganzen Einschränkung trotzdem irgendwie noch hat. Jetzt wird gelesen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe schon meine Jacke an, weil ich mich jetzt raussetze in den Garten. Und da ein bisschen was in der Sonne lese. Ich habe gehört, dass die wohl morgen tatsächlich jetzt die Fabrik, die direkt hinter unserem Garten ist, abreißen. Und die laden gerade sehr viele Steine um, deshalb ist es laut. Aber es ist irgendwie so eine Geräuschkulisse, die gleichbleibend ist. Also es ist jetzt nicht voll das laute Knallen die ganze Zeit oder so. Also es ist ertragbar, man kann trotzdem im Garten sitzen. Ich habe heute ziemlich das Food Diary vernachlässigt. Mir ging es heute Morgen nicht so gut, ich hatte Kopfschmerzen. Habe deshalb schon mal bis 11 geschlafen. Zwischendurch lag ich eine Stunde wach. Alles irgendwie ein bisschen blöd und dann musste ich einfach schnell morgens was essen und hatte nicht den Nerv, das zu filmen. Habe es auch vergessen. Das gleiche jetzt beim Mittagessen. Es ist einfach momentan bei uns so ein bisschen entweder Mittag- oder Abendessen wird so ein bisschen verstreut gegessen. Zum Beispiel habe ich jetzt einfach gerade die Pizza von meiner Schwester aufgegessen und werde mir dann wahrscheinlich gleich noch eine Banane nehmen oder so. Das ist jetzt halt nicht so das richtige Mittagessen. Ich weiß, es ist auch nicht unbedingt immer so gut, aber ich finde gerade, wenn man so spät frühstückt, ich mache auch irgendwie am Anfang des Food Diaries nochmal so eine Erklärung. Jeder Mensch ist so unterschiedlich und man kann sich zwar Inspirationen holen für Rezepte und so weiter, aber ich glaube, man sollte sich nicht unbedingt das Essverhalten von einer anderen Person komplett abgucken, weil jeder Mensch braucht so andere Dinge. Also klar, wir brauchen alle Nährstoffe, pipapo, aber einfach so die Mengen zum Beispiel sind halt bei vielen Menschen unterschiedlich und es ist einfach wichtig, dass man guckt, dass man selbst gesund ist und für sich das richtige Essverhalten einfach findet. Jetzt setze ich mich in den Garten, lese mein Buch weiter. Ich lese ja immer noch Unterleuten von Julie C. Ich muss sagen, momentan finde ich, dass es sich etwas zieht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich das einfach schon so lange jetzt lese. Und ich habe so viele andere Bücher, die ich noch so gerne lesen würde. Und ich meine, guckt euch das Regal an. Da sind so viele coole Bücher auch noch drin von meinen Eltern. Aber es ist einfach super cool geschrieben. Und deshalb will ich es auch unbedingt weiterlesen. Das Buch verdient es auch, fertig gelesen zu werden. So.
Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ich weiß nicht, ob es mein All-Time-Favorite wird. Aber das sehen wir dann. Vielleicht mache ich noch mal so eine Book-Review von so ein paar Büchern. Oder ich erzähle es euch in den Vlogs. Let me know. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier auf die richtige Seite zeige, aber bei dem i oben könnt ihr mal abstimmen. Möchtet ihr, dass ich euch lieber in den Vlogs immer wieder so berichte, wie ich Bücher fand? Oder soll ich da richtig so ein Hauptvideo zu machen, in dem ich dann mehrere Bücher vorstelle? So, ich bin jetzt drin, habe eine Weile hier in meiner Sofaecke, also meine Sofaecke, in der Sofaecke gelesen noch und habe über 60 Seiten heute schon gelesen und das gibt mir irgendwie ein richtig gutes Gefühl. Und seit ich gesagt habe, dass dieses Buch etwas langweilig ist, seitdem wird es spannender. Als wäre da irgendwie so ein Schalter umgelegt, als hätte das Buch die Challenge angenommen. Ich habe übrigens noch meine Jacke an, weil ich irgendwie die ganze Zeit so friere. Es ist gerade ein Paket angekommen für ein zukünftiges Video wahrscheinlich. Vielleicht machen wir es auch so, dann zeige ich es euch nochmal so. Und jetzt wollte ich euch noch kurz die Tier-in-Dir-Challenge zeigen, die ich gestern gestartet habe. Und zwar habe ich erstmal geschrieben 30 Tage kreativ von Tier-in-Dir und dann kommt hier noch das so hin Tag 1 bis 30, was da immer so die Aufgaben sind. Tag 1 war das mit Freunden in der Sonne Eis essen. Und zwar war die Aufgabe das erste, was man machen möchte, wenn die Krise vorbei ist. Ich habe eigentlich nur so ein bisschen skizziert, aber halt mit so einem Feinliner. Und dadurch sind halt manche Sachen ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, wie komische Formen in den Haaren. Fällt auf den ersten Blick nicht so auf, aber wenn man genauer guckt, denkt man sich vielleicht ein bisschen, was da passiert. Hier diese 1000 Linien an den Armen irgendwie, dass dann da plötzlich Blumen rauswachsen mussten und der Arm zu einer Vase geworden ist und solche Geschichten. Ich finde, im Großen und Ganzen ist es jetzt irgendwie auch ganz okay. Und es geht ja auch nicht darum, dass das irgendwie perfekt ist. Und heute ist ein Blick aus dem Fenster dran und ich habe gerade einen Bauarbeiter auf der Baustelle sitzen sehen, auf so einem riesigen Hügel. Und der chillte einfach drauf und hatte irgendwie so einen Stock in der Hand und hat irgendwie da einfach nur so rumgestochert und irgendwie Pause gemacht. Fand ich irgendwie lustig, so ein richtiger Mood. Und ich dachte, dass ich das als Blick aus dem Fenster vielleicht dann heute mache. Guten Morgen, heute mal aus der Küche und mit dem Versuch, die Gartentür zu öffnen. Sie reißen ab. Heute ist die Fabrik direkt an unserem Haus dran. Und dieses Haus da hinten, das Weiße, konnte man definitiv davor nicht sehen. Anscheinend bleibt das stehen, aber das kommt alles weg. Verrückt. Aber es ist echt nicht so laut, also es geht total. Guten Morgen. Ich melde mich jetzt auch nochmal hier so richtig. Die reißen die Fabrik ab. Jetzt gerade in diesem Moment. Boah, es ist staubig. Das ist gerade der Ausblick. Hier unten am Zaun wird es noch mit Absperrband abgesperrt, damit man wirklich nicht mehr durchgeht. Mal gespannt. Oh, da ist schon was im Garten gefallen. Die Terrasse haben sie aber auch hier abgedeckt, dass da nichts passieren kann. Boah. Alter! Wie krass das ist. Ja. Sieht aus wie so ein Dinosaurier, ja, oder so. Aber auch da wie ein Jurassic Park. Die ganze Wand wackelt. Oh! Oh mein Gott! Wow. Ist doch bestimmt richtig Spaß. Sieht vor allem so leicht aus. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich melde mich nur ganz kurz, um mich von euch zu verabschieden. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.